Einen wunderschönen. Wir sind wieder in einem Spiel. Wie clever von mir. Nein, Spaß beiseite. Wir sind in Knack und zwar hat Sony wieder was rausgehauen im PS Plus für Februar. Ist Knack unter anderem mit dabei. Das lief ja nicht so prickelnd. Also vor allem der zweite Teil lief überhaupt nicht prickelnd. Also da sind die. Ja, ist nicht so doll verkauft worden, wie man sich das erhofft hat. Passiert. Sorry. Kann man nichts machen. Wir wollen aber trotzdem uns mal den ersten Teil anschauen, denn der ist gerade zur Verfügung. Ihr seht es gerade noch, der Download läuft. Nichtsdestotrotz können wir die erste Folge spielen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Play. Neben normal. Weil schwer bin ich immer ein bisschen weinerlich. Achso, jetzt muss ich ja mal gucken. Keine Daten. Ja, ist klar. Und dann gucken wir mal, worum es überhaupt bei Knack geht. Denn das weiß ich überhaupt nicht. Da schießt einer mit einem Pfeil, alles klar. Nochmal mit dem Pfeil. Ganz viele mit dem Pfeil. Oh, was geht denn hier ab? Machen wir doch ein bisschen leiser. Wer seid ihr denn? Also ich kenne Knack überhaupt nicht. Ich kenne nur die Demo von Knack 2. Und die war nicht wirklich meins. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Vielleicht schafft es Knack, der erste Teil, dass es besser läuft. Okay, jetzt kommen die schon mit dem Panzer, alles klar. So, die Tür ist offen. Das Labor des Doktors. Dies hier sind Aufnahmen aus den Hochlandklippen von vor 2 Tagen. Wie es scheint, sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage, einen stark befestigten Außenposten einzunehmen. Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten und, Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Wie konnten diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren zu kommen? Wo ist ihre Basis? Und wie können wir diese Bedrohung beseitigen? Wir müssen sofort eine Erkundungsexpedition losschicken, um Daten zu sammeln. Wer meldet sich freiwillig? Die Klippen, hä? Die liegen mitten im Koboldland. Ich kann euch alle hinbringen. Der Rider. Ich hab auch alle wieder rauskommen. Echt? Noch einer. Victor Industries begrüßt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Freiwillige? Oh, noch ein paar. Lukas. Na schön, dann bilden Ryder und Victor wohl unser Expeditionschor. Ja, Doktor. Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Kommen Sie. Onkel. Hey, wie geht's dir? Gut. Der Doktor hält mich auf Trab. Huh? Muss an die Arbeit. Bis später. Okay. So, und du? Fang an. Ist ruhig an, mein Kleiner. Du schaffst das. So, wir sind also dieser kleine. Seine größte Schöpfung. Okay, also wir sind dieser kleine Typ hier. Das kennen wir ja schon aus der Demo. Das fetzt. Und du? Oh, ich sehe mich in der Kamera. Angreifen, alles klar. Schön, dass ich es eher herausgefunden habe. Oh. Mit Matrix-Modus, wenn das nichts ist. Die sind für mich? Das ist aber lieb. Lebensstil. Bing. Und wie komme ich da jetzt hoch?
Ah, zweimal klicken. Noch mehr Teile. Geh kaputt. Ich sehe mich schon wieder in der Kamera. Ja. Hey, damit hast du nicht gerechnet. So, wieder Teile gekriegt. Noch mehr Teile. Wir graben diese Relikte von tief unter der Erde aus und nutzen sie, um unsere Autos, Flugzeuge und Generatoren anzuzünden. Die Entdeckung dieser unerschöpflichen Energiequelle. Kann ich da wieder zurück? Das Flugzeug hat mir gefallen. Ach, ich werde größer. Kann das sein? Wer macht denn sowas? Aha, nicht mit mir. Oh, noch einer. So, jetzt. Das ist ja gemein, voll der Wind. Ich bin wieder kleiner geworden. Ich hätte auch da drauf bleiben können. Ich glaube, der hat mich komplett kaputt gemacht. So ein Mist aber auch. Was war denn das jetzt? Nicht mit mir hier. Muss wieder größer werden. Die wollen aber nicht. Ich bin größer geworden. Wie Sie unschwer erkennen, kann Neck explosionsartig wachsen. Nö. Alles klar. Kommt ihr nicht zum Einsatz?
kaputt. Na toll, meine ganzen Teile. Oh. Kann ich jetzt auch wieder groß werden? Nein, hier geht's nicht lang. Neck kann sich aufladen, indem er Energie aus Sonnensteinen absorbiert. Nach dem Aufladen kann er die Kraft der Sonnensteine als gewaltige Schockwelle explosionsartig freisetzen. Ja. Zerstöre mit der Schockwelle die Schilde der Roboter. Das war jetzt aber mehr als nur die Schilde. Sie können beobachten, dass die Schockwelle mehrere Ziele gleichzeitig zerstören kann. Au. War das so beabsichtigt? Ich glaube ja. Tidim. Nell, lade dich mit den Sonnensteinen wieder auf. Mach ich doch schon. Nell kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Und wie? Ned, jetzt zeig uns, was dein Sturmangriff bei diesem Gegner bewirken kann. Alles kaputt machen? Wie Sie gesehen haben, kann Ned mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. Alles meins. Boah, ein bisschen clever war das jetzt. Nicht mit mir, mein Freund. Läuft irgendwie. Wirklich beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Mac, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Mac. Beeindruckend? Hier kommt er doch recht zerbrechlich. Wenn wir Kobolde jagen, kommen wir es mit anderen Gegnern zu tun als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Mac die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Ein bisschen überheblich, also. Weiß auch nicht, ja. Und? Meinen Sie, Mac packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen. Okay. Na, Teile. Ja, komplett zerstört hier. Was geht denn ab? Hier sind auch Sonnen. Die habe ich gar nicht gesehen.
Das hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Mit der Kraft der Sonnensteine kann Neck auch entfernte Ziele mit einem Bombardement aus Relikten angreifen. Oh. Dieser Explosionsangriff. Hallo? Ich wollte das alles sammeln. Ich glaube, wir haben jetzt eine Höhle gefunden. Du, was bist du? So, das war kurz, eine Sammlung. Ein Teil für die Sammlung. Das war gar nicht so unwichtig. Schockwelle, Sturm, Explosion. Okay. Habe ich soweit eigentlich erstmal verstanden. Das war's? Nicht schlecht. Noch mehr Teile. Also springen können wir schon mal. Nehmen wir alles hier mit. Ja, auch sehr schön. Das war's. Okay, das geht ja noch. So, ich glaube, wir haben wieder was für die Sammlung entdeckt. Yep. So, also immer wenn ich was für die Sammlung entdecke, blockiert ihr die Szene. Finde ich fast vernünftig. Aber okay. So. Das sind aber viele.
Au. Bin kaputt. Muss hier nochmal rein. Achso, das habe ich schon. Das geht nicht. Tadam. So geht's auch. Bin da hier vollgeladen. Das war aber jetzt nicht nett. Charlotte. Tut mir leid. Wie viel kommt denn jetzt noch? Warst du es? Scheint es gewesen zu sein. Ja. Okay. Und? Victor. Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und das er Mac mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Neck muss unbedingt mit auf die Expedition. Der ist traurig. Ich frag mich, was Charlotte wohl von Neck erhalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Na los, Doc. Gehen wir. Wir haben nicht den ganzen Tag. Hey Doc, danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder, es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne, nur zu. Lucas, ihr zwei sind wieder ein Team. Die Spuren dieser Koboldpanzer müssten eigentlich noch zu sehen sein. Halt also die Augen offen. Oh, sogar ein freundlicher Neck. Also Neck, möge das Abenteuer beginnen. Kann losgehen. Tja, meine Liebe. Wünsche uns Glück. So sieht es aus. Ja, ich glaube, das war das Tutorial. Gar nicht schlecht. Wir lassen jetzt hier noch ein bisschen fliegen. Der Highland, die Hochlandklippen. Insgesamt fand ich es jetzt nicht schlecht. Das ist die alte Klippenmine. Die ist sehr weitläufig, mit kilometerlangen Tunneln. Kein Schimmer, was die Kobolde vorhaben. Landen wir mal und sehen uns das genauer an. Sie haben den Eingang gründlich verbarrikadiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Das würde schneller gehen, wenn wir uns trennen. Vielleicht nach Norden, Osten und Westen durch den Wald. Wir nehmen den Wald. Komm mit, Mac. So, ich mache hier jetzt trotzdem einen Cut. Genau, Kapitel 2.1, das Abenteuer beginnt. Das können wir ein andermal machen, wenn ihr darauf Lust habt.
Bis dahin sage ich, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, würde ich mich freuen. Bis dahin und tschüss.